In der 8. Runde der Super League ist heute Lugano auf GC getroffen. Die beiden Clubs finden sich in der Tabellenmitte wieder. Lugano ist 5. GC ist 7. Wer heute gewinnt, kann also Gump fürs zu machen in Richtung erweiterte Spitze. Der Grasshopper winkt zu dem Mann noch eine Premiere. GC hat in dieser Saison auswärts noch nie gewonnen, ja nicht einmal einen Punkt geholt. Genau diese Buchhaltung will GC-Trainer Pierluigi Tami heute aufpolieren. Lugano startet jedoch besser in die Partie. Es dauert zwar ein Weilchen bis zur ersten nennenswerten Szene. Dafür ist diese Aktion umso zeigenswerter. Flugkopfball Alioski. Kein Tor, aber eine dicke Möglichkeit für das Heimteam. Offside ja oder nein, eine knappe Entscheidung. Die Fahne des Schiedsrichterassistenten blieb unten. Die auswärtsschwachen Grasshoppers brauchen geschlagene 25 Minuten, bis sie erstmals gefährlich von Mirko Salvi auftauchen. Basic auf Munzi. Endlich ein GC-Angriff mit Zug und Power. Das Spiel nimmt Fahrt auf. Lugano mit mehr Ballbesitz und den klareren Ideen. Vor allem Alioski fällt immer wieder positiv auf. Hier mit diesem Pass auf Rossetti. Lorenzo Rossetti mit dem 1:0 in der 31. Minute. Der 22-jährige Rossetti von Juventus Turin ins Tessin ausgeliehen. Profitiert vom Abspielfehler von Pnischi und der raschen Auffassungsgabe von Teamkollege Alioski. Schwarz-Weiß nimmt den Schwung des Führungstreffers gleich mit. Kopfball Golemic, Glück für die Hoppers. Vasic und der Pfosten stehen Lugano vor der Sonne. Ein Minus in der GC-Buchhaltung zur Pause. Lugano führt 1:0. Es muss mehr kommen von den Gästen nach dem Seitenwechsel und siehe da, der Grasshopper Club legt plötzlich ein anderes Engagement auf den Platz. Sigur Jonsson prüft Salvi. Besorgte Miene bei Lugano-Coach Andrea Manzo, weil es im gleichen Stil weitergeht. GC entwickelt in dieser Phase mächtig viel Druck. Kellström mit toller Übersicht. Gaio verpasst den Ausgleich auch dünn. Prima Parade von Mirko Salvi. Der Treffer hätte gezählt. Luganos Abseitsfalle schnappt ins Leere. In die Sturm- und Drangphase der Hoppers dieser Konter des Heimteams. Rossetti und Alioski nicht im Offside. 2 alleine gegen Vasic. Was für eine Möglichkeit für Lugano. Vaso Vasic hält die Gäste im Spiel. Und Vasic bleibt im Zentrum des Geschehens. Die Tessiner haben das kurze Zwischentief überstanden und trumpfen hier mit Sabatini und Alioski auf. Alioski mit dem 2:0 in der 67. Minute. Der auffälligste Akteur auf dem Platz sorgt in dieser Partie für die Vorentscheidung. Der Grasshopper Club Zürich ist zu keiner Reaktion mehr fähig. Lugano bringt den verdienten Sieg problemlos über die Zeit. Auch die letzte Möglichkeit geht auf das Konto des Heimteams. Lugano GC 2:0, die Auswärtsbuchhaltung von Pierluigi Tami und seinen Hoppers bleibt desaströs.